Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico Pflanzenforschers Kanal. Und wie es heute mal hoffentlich weitergeht. Ich bin weiter optimistisch, auch wenn es seit ja, ein paar Tagen nicht so richtig bei manchen Sachen funktioniert. Aber ist ja nicht ganz so schlimm. Ich mache einfach weiter. Was soll das? Was soll's? Heute, wie angesprochen, in diesem Video geht es heute um die Aussaat der Aloe Vera. Und hoffentlich, dass es mal etwas funktioniert hier. Ja. Etwas. Genau. So, dann fangen wir direkt mal da an. Ich zeige erstmal, hier in dieser Tüte sind die Samen drin. So, die Samen sehen so aus, wenn man sie sehen kann, also so sehen die Samenkörner aus, haben auch sowas wie die anderen Samen, die ich hatte, haben sie das auch sowas, so eine Flügel wahrscheinlich, genau, das werden wir heute tun, das ist heute das große Thema, Aloe Vera aussehen, dann werden wir nicht lange um den heißen Brei herumreden und gleich anfangen. So. Hier stehen wieder die Flammbaumsämlinge. Bei den Tomaten hat sich bis jetzt noch nichts getan. Das ist ja auch verständlich, sind ja erst 2 Tage unter der Erde. Genau. Gut. Wir nehmen für die Aussaat der Aloe Vera diesen Topf hier. So. Ja, ich bin eigentlich immer recht interessiert, ob es was wird oder nicht. Und den Kampf gegen die Traumücke, das ist sowas von anstrengend, gegen die anzutreten. Weil hier man die stärker, als ich jemals erwartet hätte. Das Vieh, ich glaube, Raubbillen wären die einzigste Lösung, aber dazu muss ich erstmal das Geld irgendwo herkriegen. Das ist auch wieder so eine Sache. Deswegen muss ich das erstmal so lassen. Ich mache erstmal Filme und lasse die Traumücke ihr Spiel treiben, auch wenn ich es nicht möchte. Das ist mittlerweile mir total egal geworden, was die für Schwachsinn baut, diese Traumücke. Aber nur erstmal ist mir das egal. Nee, das bleibt nicht immer so. Und diese Gießkanne habe ich mir besorgt zum Angießen. So, jetzt machen wir wieder Erde in den Topf rein, wie ihr das schon kennt wahrscheinlich aus den ganzen Filmen, die ich schon gedreht habe. Also für alle neuen Zuschauer, jetzt beginnen wir das Experiment der Aloe Vera. Ich glaube, ich sollte das erstmal lieber kurz mal so machen, ja, das ist besser. So macht man wenigstens nicht den Teppich dreckig. Das ist das Wichtigste. Ich will diesen Teppich unbedingt mal sauber halten, ja. Oder ich schiebe den einmal noch ein bisschen näher hier ran. So müsste das eigentlich gut funktionieren. Naja, es gibt so einige Exoten, ja, die man einpflanzen könnte. Den Johannesbrotbaum, die Schoten, die habe ich aus Mallorca mitgebracht. Davon gibt es haufenweise Schoten. Das ist der Wahnsinn. Man muss nur wissen, wo. Das ist das Wichtigste. Ja, Raubbilden wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde, um die Traumückenlarve aufzufressen. Das Einzige. Oder diese kleinen Würmer da, die fressen die Larven mir auch ziemlich gut auf. So.
Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich würde die Samen ungefähr, ich würde sie nicht so tief einsehen, sage ich mal so. Weil ich nicht genau weiß, ob sie nicht Keime sind oder Dunkelkeime. Deswegen werde ich sie lieber in den Boden gleich einpflanzen. Also gleich drinne. Aber vorher bewässern wir den Boden. So. So, damit ist der Boden ordentlich feucht. So. Da habe ich hier mein berühmtes Werkzeug irgendwo. Der ist eigentlich immer ein recht guter Helfer an dem Punkt, um Samen einzupflanzen. So. Nehmen wir mal etwas größere Abstände vor. So, kommt raus, die restlichen. Insgesamt haben sie mir 4 Samen hier drin hinterlassen, wenigstens etwas Gutes. 4 Aloe Vera Samen. Und wollen wir mal gucken, ob das was wird. Die Hoffnung kann man, gebe ich niemals, auch bis zum Ende meines Lebens. So. So, ist ordentlich bedecken. So, das müsste eigentlich vollkommen ausreichend sein. Der Boden an sich ist jetzt feucht genug, also die müsste ich nicht normal gießen. Das mache ich mal kurz mit der anderen. Dann mache ich es nur mal ganz kurz so. Spaßeshalber. Um das mal gucken, ob zu testen, ob das dann so vielleicht funktionieren könnte. Es gibt, es benutze ich einfach mehrere unterschiedliche Gießmethoden, kann ja nicht schaden. Ja, jetzt dann nehme ich mal jetzt hier diese Folie ab von dem Topf. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da eingepflanzt habe, ja. So. Mal gucken, was sich da entwickeln wird, hoffentlich. So, und machen das Ganze wieder so. Ach, ich habe ja noch eine hier, eine Tüte. Den habe ich aus Versehen wohl 2 gehabt. So. Ja, die Aloe Vera kommt überall in warmen Regionen vor und sie liebt sandige Böden normalerweise. Aber ich nutze erstmal diesen Boden, weil ich keinen anderen momentan zur Verfügung habe. Und ich werde die Hoffnung niemals aufgeben bis zum Ende, dass es irgendwas mal, was hier funktioniert. Irgendwas. Genau, so. Ich gucke doch mal kurz bei den Tomaten rein, wollen wir mal gucken. Ich sehe nur, dass die fiesen Traumücken gerade dabei sind. Einer hat es geschafft, da durchzudringen. Naja. Was soll's? Ich toleriere die Viecher einfach jetzt. Was soll's? Das bringt erstmal nichts. So. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen wieder hinterlassen. Mich weiterempfehlen, weiter auf YouTube. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher.